Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Sprich mit Esmeralda, wenn du bereit bist, die Sprengladung scharf zu machen. Die hieß Esmeralda? Kann mich ja gar nicht dran erinnern, aber... Mach ich? Das können wir, glaube ich, auch gleich sofort machen. Aber, ja, das ist ja erstmal was aufsammeln. Ich brauche nämlich wieder dringend... Zeug. Kann ich erstmal so lange hier raus? Jo. Aber ich konnte jetzt auch nirgendwo weiter mehr hin, ne? Aha, da war ein Spiegel, da haben wir schon alles mitgenommen. Gelesen haben wir auch alles. Na gut, dann machen wir mal. Ah, vorher hole ich mir Spaß, ist aber nochmal eine Spritze rein. Mach auf hier. Morgen! So, na denn, starte. Sag mal, Torres. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber... Wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie. Ich warte. Sie wollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Ich bin hier, Papa. Schnell! Oh Gott. Lily? Du bist hier.
Ganz ehrlich, ich traue dem Ganzen überhaupt nicht. Oh, Kapitel 2, der Abgrund. Schön. Neues Kapitel. Was ich persönlich irgendwie problematisch finde. Sie hat ja gesagt, sie schaut sich da im. War das jetzt Waffen oder irgendwas oder Geräte im anderen Raum an? Hätte ich da vielleicht mal hingehen sollen vorher? Habe ich hier überhaupt eine Karte? Natürlich nicht. Ist ja auch das nichts und ich sehe kaum was. Ich hoffe, ihr seht was, weil ich weiß ja, dass YouTube das gerne mal abdunkelt. Oh, nett, rotes Licht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich nicht so... Oh Gott. Habe ich noch... Ja, ich habe noch die Axt. Komm, gut. Läuft. Ja, voll. Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich hier nicht so blindlings rumrennen. Ja. Das ist mit Sicherheit nicht Lilly. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich würde mich hier gerne noch mal ein bisschen umgucken. Ich höre doch schon wieder was. Ah, toll. Oh. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Kann ich mich bei ihm anschleichen oder dreht er sich gleich wieder um? Er dreht sich um. Ganz vorsichtig. Ich weiß auch gar nicht, ob die vom Licht angelockt werden. Weil bleib stehen. Mann! Fuck. Muss jetzt mal gucken, wo ich überhaupt hinrenne hier. Alter! Du hast jetzt nicht irgendwas auf mich geworfen, oder? Toll, ich sehe ihn aber auch nicht. Nein! Kannst doch vergessen. Bist denn du? Ah. Nein! Warte, kann ich nicht die Axt? Natürlich, du hast doch auch was. Wegen Axt voll. Nimm die Axt. Danke. Suppe. Oh oh. Sieht sie mich? Sie sieht mich nicht. Und dann war, glaube ich, noch Pulver. Ja. Ich weiß nicht, hat sich jetzt wieder umgedreht? Wo ist sie denn eigentlich? Hallo? Madamchen. Oh. Oder? Nee, wirklich. Ja. Sie ist brav, sie dreht sich um. Jetzt kannst du. So. Was auch immer ich da genommen habe. Aber das da drüben ist wichtig. So. Ja. Ich höre doch hier noch mehr. Okay, das Gute ist, er ist beschäftigt. Ich hoffe, er ist noch ein bisschen beschäftigt. Alter, nein. Nein. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Komm, schnapp dir, was auch immer der da hat. Suppe. Ich muss da 100 pro rein, aber oh Gott. Soll ich es versuchen? Hi. Sehe ich den so überhaupt kalt? Mann, lad mal nach, Mann! Okay. Das lief zwar nicht so wie geplant, aber okay. Kann ja nicht immer. Ich glaube auch nicht, dass ich da mit der Axt irgendwas großartig hätte ausrichten können. So, ich hoffe... Ja. Ich hoffe, die sehen mich jetzt auch nicht. Oder wer da auch immer noch rumhurt. Sorry für den Ausdruck, aber ist nur bei den Viechern so. Okay. So.
Wird ein, bringt Glück herein. Ja. Okay, auf dem 1-Azor-Fahrrad kann ich also auch nicht fahren. Schade. Ja. Obwohl, Schrot will ich eigentlich noch nicht verballern. Oh! Nee, vergiss es. Du siehst mich nicht. Das ist das Gute an den Viechern, die sehen uns relativ viel. Relativ spät, so wie es aussieht. selber. So, jetzt nicht in Panik verfallen, ab in die Dunkelheit. Nein, was denn wohl? Mann, vielleicht wollte ich hier noch gemütlich. Oh, Alter. Super. Nein, ich sehe nichts, Mann. Scheiße. Mach mal wieder Licht aus hier. Kann das sein, dass ich hier rein muss? Er macht das Licht an. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, zuzuhören. Nein, das stimmt nicht. Mein Rat erfolgt, wo sie versah. Sie wollten nicht zuhören. Sie haben beide verloren und gegen dein Selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Wie nett. Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Jo, geht also weiter hier. Und ich sehe einfach nichts. Also wenn es bei Ichgo genauso ist, dann tut es mir leid, aber so wirklich Texturen bearbeiten und so kann ich nicht wirklich. Und wenn man einfach bloß die Helligkeit vom Gameplay hochstellt, dann nein! Dann bringt das rein gar nichts. Oh nein, nicht die Hunde. Ich hasse die Hunde. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Grab muss oder nicht. Ich versuch's einfach mal. Was? Lilly, na danke. Danke, du Penner. Oh, jetzt kann ich auch noch rumkriechen. Das ist ja... Das ist relativ scheiße. Oh, da haben wir noch was. Da haben wir noch Loot. Mit Loot geht's uns gut. Ja. Er wird uns glaube ich nicht sehen. Ja, bloß was testen, weil wir leuchten ihn jetzt gerade genau an. Das habe ich die ganze Zeit noch nicht ausprobiert. Aber er dürfte uns überhaupt. Nee, er sieht uns auch nicht. Wenn ich so rangehe, er sieht das Licht auch nicht. Oh Gott, Basti, beeil dich. Das war knapp. Alles klar, so sehe ich auf jeden Fall mehr. Oh, und diese Hunde, ich hasse die. Kommt hier jetzt gleich wieder einer raus? Nee, Gott sei Dank, schön. Muss ich. Okay, wir müssen da drüben hin. Ja, ich traue dem Ganzen nicht. Spätestens seitdem ich die blöden Hunde gesehen habe. Ja, siehst du, da haben wir ja das Event schon. Kommt der zufällig hier lang? Nee, der geht da. Ah, warte, da ist noch was.
Aber mir liegen da eigentlich zu viele rum. Na, ich versuch's mal. Ach, ist das nicht spannend, wenn es mal ein bisschen läuft. So, dich haben wir auch kalt gemacht. Gib mir mal Suppe. Was? Wer soll mich jetzt hier gesehen haben? Er da? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geh mal wieder zurück. Geh mal wieder zurück. Komm. Tu Papa den Kram. Geh mal wieder zurück. Na komm. Sei ein Feiner. Danke. Ah, ich gucke mal hier. Hier kreucht nichts durch Wasser. Oh Gott. Ernsthaft? Er hat uns nicht gesehen? Alter, wie viel Glück muss man haben? Aber hier ist er noch irgendwo. Ich sehe da drüben noch irgendwas blinken, da will ich erstmal hin. Ich bin sowieso hier ungefähr die richtige Richtung. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Nein, nein, nein. Nein! Wieso speichert das jetzt hier? Ah! Weiß ich, vielleicht bin ich auch einfach nur richtig. Das... Au! Penner! Hau dir die Spritze rein, Mann! Oh, ich hasse das. Ich hasse die Viecher. Oh, ich glaube, hier muss ich sogar hin. Tschüss. Ich gehe mal in den Keller. Ich gehe mal ein bisschen schneller in den Keller. Könnte man auch falsch verstehen, aber das ist ja unsere Tochter, also. Nach Hardy. Wollen Sie immer noch mit Lily wieder rein? Ja, will ich. Ich muss sie finden. Gut, dann kommen Sie zu. Warum klingt das schon wieder so nach Bossfight? Das ist doch... Das sieht doch so aus. Oh Mann. Ich könnte so gerade durchlatschen, aber... Okay. Okay, hier kommen wir gar nicht hin. Wir müssen. Lily, bist du es wirklich? Lily. Nein. Lily. Da ist sie, ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein, bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte... Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann ihre Räume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind sie wahrhaftig frei. Nein! Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Du hast auf mich geschossen. Nein. Warum? Nein! Nein.
los. Bringen wir dich hier raus. Darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich?